Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen werden. Lasset uns beten, oh Gott, dass die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes berührt. Gib, dass wir in diesem Geiste sinnen, was recht ist und seines Trostes uns allezeit erfreuen dürfen durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Heiliger Pius der Zehnte, unbeflecktes Herz, Marie. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen weiter ein bisschen betrachten. Das heilige Messopfer und unsere liebe Frau, die Immaculata. Und ihre Sorge darum, dass das, was Christi Herzensanliegen war, dass es doch auch weitergeführt werde. Betrachten wir immer wieder, vergessen wir das nie, dass die heilige Messe das Kreuzesopfer Christi ist. Das Kreuzesopfer, sein Opfer und damit eben sein großes Werk, das er intendiert hat, auf das er hingelebt hat, seine Stunde, von der er gesprochen hat, wo es ihn drängte, mit einer Taufe getauft zu werden, mit einem Feuer war er erfüllt, um dieses Kreuzesopfer darzubringen. Das war sein wesentliches Ziel hier auf Erden, dieses Opfer zu vollenden, das er begonnen hat beim ersten Augenblick seiner irdischen Existenz, und das er vollendet hat mit dem letzten Atemzug am Kreuz, mit dem es ist vollbracht. Und wenn das heilige Kreuzesopfer der organische Mittelpunkt des Priesterlebens Christi war und ist, dann muss das Kreuzesopfer in der Zeit, das heilige Messopfer, ist auch im Leben des Priesters sein. Und dann muss es auch unser Herzensanliegen, ihr Herzensanliegen sein. Das ist eine Folge, die daraus automatisch quillt. Und darum ist es sicher die höchste Sorge der allerseligsten Jungfrau Maria, dass die Menschen hingeführt werden zu ihm am Kreuz, dass sie an der Heiligen Messe teilnehmen, dass sie von der Heiligen Messe die Gnaden empfangen, dass sie von der Heiligen Messe die Frucht des Kreuzesopfer, die Heilige Kommunion empfangen. Darum sehen wir das immer wieder, gerade in unserer Zeit. Dort, wo echte Marienverehrung, echte auf katholischem Glauben fundiertem Marienfrömmigkeit wächst, aufgediehen ist, da hat sich auch die Liebe zur Heiligen Messe vertieft. Vergessen wir darum diese Vision nicht des heiligen Don Bosco. Sie kennen die wahrscheinlich, Don Bosco sieht, es gibt da verschiedene Visionen, wie die Kirche bedrängt wird, wie die Feinde mit verschiedenen Schiffen das Schiff Petri beschießen und versuchen zu Fall zu bringen und wie sie so manches erreichen, wie sie es auch tun mit verschiedensten Büchern. Sehr interessant, was heutzutage geschrieben wird. Es geht ja auf keine Kuhhaut, was da geschrieben wird. Professor Höris, der nun schon verstorben ist, hat also einmal gesagt, also man kann heutzutage, unsere Tage vergehen wie ein Geschwätz. Und wenn da von Rom wieder was Neues kommt, ich kann es nicht lesen, weil die kommen nie auf einen Punkt und sie wollen auch nicht auf einen Punkt kommen. Früher, da wusste man, das und das ist katholisch, das und das. Das ist die Situation und die neuesten Mitteilungen von Franziskus
das geht ja alles in die gleiche Richtung, überall das Gleiche. Man weiß nicht, wo man dran ist. Eben, das sind die Feinde, die durch die Schriften versuchen, die Menschen zu Fall zu bringen. Und dann schließlich wird der Papst getroffen. Und danach steht ein Papst auf, wie es Don Bosco sieht, der wieder alles in Ordnung bringt und der die Kirche dann an den beiden Säulen festmacht, an diesen zwei Säulen. Der Säule der Mutter Gottes, der Immaculata, und der Säule der heiligen Eucharistie. Weil das so ist, darum muss das uns ein Herzensanliegen sein. Weil es das Herzensanliegen der Mutter Gottes war. Sie wollte unter dem Kreuz dabei sein. Sie wollte nicht, sie ist nicht geflohen. Darum muss es unsere Sorge sein, beim Messopfer dabei zu sein, aus dem Messopfer Kraft zu gewinnen. Das ist die Sorge von Erzbischof Marcel Lefebvre, die er immer wieder zum Ausdruck gebracht hat. Er hat gesagt, wir müssen unser Leben um das heilige Messopfer gruppieren. Wir müssen von diesem Messopfer müssen wir die Gnaden empfangen. Wir müssen da unser Leben organisieren, die Kultur wieder aufbauen. Das war seine Sorge und das muss auch unsere Sorge sein. Ein jeder, der ein bisschen nachdenkt, merkt, er schafft es nicht alleine. Ich schaffe es nicht alleine. Sie? Sind Sie besser? Wie Petrus? Wie andere? Unser Herr sagt, wir brauchen die Gnade. Wir schaffen es nicht alleine. Und deswegen brauchen wir die Gnadenquellen. Und das eine ist eben die allerseligste Jungfrau Maria, die uns die Gnaden vermittelt. Aber sie führt uns zur Gnadenquelle Christi hin, die fließt in der Heiligen Messe. Und das muss darum eine Seinsordnung sein. Wie ein Autor ja sagt, eine Seinsordnung in unserem Bewusstsein, eine Rangordnung. So wie Christus das Kreuzesopfer, das Wichtigste, das Erste, das Ziel war. Und das Ziel für die Immaculata, und deswegen sollte sie Immaculata sein, das Ziel, daran teilzunehmen, und deswegen ausgestattet mit allen Gnadenmitteln. Deswegen müssen Sie sich auch sagen, deswegen habe ich so viele Gnaden bekommen, damit ich zur Heiligen Messe gehe, damit ich dort die Gnaden empfange, damit ich weiß, wo die Gnade noch fließt. Eine Rangordnung. Und daraus, das sagen unsere Autoren auch, darum muss sich unser religiöses Leben gruppieren. Das religiöse Leben soll sich hinordnen auf die Heilige Messe. Abendstille und den Tag beschließen mit guten religiösen Gedanken, noch etwas lesen vielleicht, sich freuen auf den morgigen Tag, eventuell auf die Heilige Messe am Morgen und dann aus der Heiligen Messe leben. Ich weiß, viele haben es nicht so leicht, haben es schwer, in die Heilige Messe zu kommen, aber grundsätzlich gilt schon, und das dürfen wir nicht verlieren, und die Gefahr ist, dass wir es verlieren. Grundsätzlich gilt ein Tag begonnen mit der Heiligen Messe. Das ist einfach etwas ganz anderes. Da hat man einfach dann auch das schon gelernt, gesehen an Christus, was dann tagsüber auf einen zukommt, diese Bereitschaft zu opfern, sich zu opfern. In unserer Jugendzeit, das darf ich vielleicht kurz hier erwähnen, wie ich noch KJBler war, da gab es nicht jeden Tag Heilige Messe. Wir waren es ja nicht verwöhnt, aber am Sonntag kam oft der Priester, hat noch übernachtet, am Montag noch in der Früh die Heilige Messe gelesen. Da haben wir alle die erste Schulstunde geschwänzt und sind dann in die Heilige Messe. Alle. Und die Eltern haben gesagt, ist in Ordnung. Alle. Haben uns organisiert. Aber es ist so, es war uns ein Verlangen. Da brauchte keiner den anderen dazu zwingen. Und auch eine Freude, eine echte Freude. Und das soll es uns auch sein, ein Verlangen und eine Freude. Ist ja auch ein Geheimnis, wenn Sie die Heilige Schrift lesen. Es war Christus ein Verlangen und eine Freude, sich zu opfern. Ja. Zu leiden und zu sterben. Eine Freude. Ein Brand, es brannte in ihm, heißt es.
Darum gruppieren wir auch unser Leben darum. Er könnte die Erde ohne Sonne als ohne Messopfer bestehen, sagt uns Pater Pio. Also setzen wir es um. Einige Gedanken hierzu, zunächst einmal zur Opferfeier, zu dem, was der Priester da tut und wo wir uns auch vereinigen können mit ihm und wo wir oftmals auch Parallelen zur allerseligsten Jungfrau Maria sehen. Wenn der Priester an den Opferaltar tritt, dann ist er Mittler. Und dann steigt er hinauf, wie Christus, beladen mit der Not der ganzen Menschheit auf den Kalvarienberg, mit den verschiedensten Anliegen. Sie dürfen und Sie sollen oft dem Priester sagen, Herr Pater, bitte beten Sie für mich bei der Heiligen Messe. Es ist das wichtig, damit der Priester dann dies mit hineinnimmt. Und er hat so manche Sorgen, der Priester. Wer versucht, ein bisschen echt priesterlich zu sein, der hat immer wieder Sorgen. Der fragt sich um diesen oder jenes, wie sich das entwickelt. Ja, und Sie dürfen ihm auch diesen Gang noch beschweren, indem Sie auch Ihre Not noch ihm ans Herz legen. Aber Ordensschwestern, die haben einmal zu einem Priester gesagt, wie er ihnen erzählt hat, wie es draußen zugeht, drunter und drüber. Da haben die Ordensschwestern gesagt, Herr Pater, erzählen Sie uns das, das beflügelt unser Gebet. Das beflügelt unser Gebet. Ja. Und so, wie diese Not, wie er mit der Not beladen hinsteigt, so ist auch die Immaculata dabei. Beladen mit aller Not, um das hineinzulegen in den Opferkelch. Und es ist oft ein Ringen, ein Pfarrer von Ars, ein Pater Pio, die haben oftmals im Kreuzesopfer gerungen. Ein Pater Pio, ein Pfarrer von Ars, der hat oft gebetet, O Gott, ich schenke dir deinen Sohn, schenke du mir dafür dies und jenes. Das ist die Heilige Messe. Wir schenken Gott das Größte, was es gibt, und er gibt uns dafür seine Gnaden. Also deshalb sich dessen bewusst werden, was da geschieht, dass da eben ihre Anliegen mit hineingelegt werden. Eine große Gefahr kann natürlich sein für den Priester genauso wie für sie, was für die Mutter Gottes nie gegeben ist, die große Gefahr der Gewöhnung. Es wird oftmals davon gesprochen, wir müssen Acht geben, dass wir uns nicht an die Heilige Messe gewöhnen, dass wir es nicht machen, wie es so früher der Fall war, die Männer, die dann hinten bei den Säulen standen, die sogenannten Säulenheiligen, bei der Predigt nach draußen gingen und sich unterhalten haben. Und manche, die dann auf der Treppe zu Emporen saßen und ihre Messe abgesessen haben, das ist natürlich nicht fruchtbar, das soll es nicht sein. Aber auch wenn man sonst gewöhnlich in die Heilige Messe geht, ich sehe da manchmal die eine oder andere, eine Dame, die während der Lesung plötzlich die Tasche aufmacht und einen Brief rausholt und liest. Ja, die Gefahr der Gewöhnung ist schon da und deswegen braucht es eine heilige Umarmung, sagt uns uns Priestern, in dem Fall auch sogar das Kirchenrecht. Wir sollen eben eine heilige Gebetsstille vom Abend bis zum Morgen halten, damit wir dann in der Stille zum Altare schreiten, gesammelt sein. Seien sich bewusst, dass Sie sich das auch gönnen müssen. Diesbezüglich mal als ein ganz großes priesterliches Anliegen. Man sieht immer mehr, dass die Gläubigen bis zur letzten Sekunde noch draußen schwatzen und dann rennt man so schnell wie möglich in die Kirche, dass man vielleicht doch noch vor dem Priester draußen drinnen ist. Aber
Wie soll da eine Liebe und eine Freude und das Bewusstsein, wie das eine Kraft wird, wie soll das entstehen daraus? Wie wollen Sie sich innerlich vorbereiten? Bitte, das ist nur ein persönliches Zeugnis, aber zu Hause, der Vater, das ist ja gerade der Vater derjenige gewesen, der dafür gedrängt hat, rechtzeitig war man fertig. Man fuhr hin, wir fuhren manchmal 3/4 Stunde bis zur Messe und wir waren eine halbe Stunde vorher dort. Da wurde der Rosenkranz gebetet, da konnte man vorher noch beichten. Aber es war immer so, wir waren vorher dort, wir konnten innerlich darauf disponiert sein. Aber so, wenn man also kurz davor erst reinrennt, wundern Sie sich nicht, dass die Heilige Messe dann kaum noch Kraft für Sie hat. Wundern Sie sich nicht. Deswegen gönnen Sie sich, den Ihren Kindern, eine gute Vorbereitung. Das braucht es, diese Atmosphäre der Stille, der stillen Erwartung. Das ist ein bisschen auch das, was ja auch von der Mutter Gottes gesagt werden kann, dass sie in der Stille Christus empfangen hat, dass sie in der Stille ausgehalten hat, dass sie dann eben auch in der Stille seinen Trost wieder an Ostern empfangen durfte. Aber ihr Herz war allezeit bei ihm. Darum, sie ist diejenige, die unser Herz als die Immaculate, die unser Herz formen will und bereiten will für das heilige Messopfer. Vielleicht jetzt noch einige Gedanken diesbezüglich. Und zwar deshalb, weil wir vielleicht erwarten und das in Fatima nicht so direkt finden, dass sie hinweist auf die Katastrophe der neuen Messe, die da kommen werde, aber die gab es damals noch nicht. Aber Maria tut etwas und das ist die Grundlage für das, dass sie uns hinweist auf die Heilige Messe. Die Mutter Gottes ist diejenige, die gerade in Fatima, und das ist so eindeutig, die Kirche bestätigt. Sie weist hin auf die Päpste. Pius XI. Unter seiner Regierung wird ein neuer Krieg beginnen. Sie weist auf die Päpste hin. Sie spricht vom Dogma des Glaubens. Sie spricht vom großen Glaubensabfall. Und das zeigt uns, Maria ist diejenige immer, die die Kirche bestätigt. Und wenn sie vom Glaubensabfall spricht, von unseren Tagen und von dem Dogma, das in Portugal erhalten bleiben soll, das Dogma des Glaubens, das heißt, dass viele andere Dogmen aufgegeben werden, dann weist sie darauf hin, es gibt Dogmen, die muss man halten. Für Maria ist es klar, die Kirche ist die Braut Christi. Maria ist immer diejenige, die uns zur Kirche hinweist. Und wenn sie vom großen Glaubensabfall spricht, dann weist sie dann auch darauf hin, auf diesen Glaubensabfall, der durch eine neue Liturgie hervorgerufen wird. Wodurch fallen die meisten Menschen vom Glauben ab? Durch die neue Messe. Da ist man dabei und da erfährt man, dass man also fröhlich ist und Gemeinschaft pflegt und dass alles gut ist und alles in der Landessprache und kein Mysterium mehr und nicht mehr das Kreuzesopfer, sondern die Mahlfeier. Grundsätzlich ist es so, das sagen uns die guten Theologen, der Erzbischof sagt das immer wieder, das betonen auch andere, durch die neue Messe wird der Glaube ruiniert, weil eben so wie ich bete, so glaube ich. Und jetzt schauen Sie sich einfach nur an, was dabei herausgekommen ist. Man hat die Texte der neuen Messe, hat man den Protestanten gezeigt und sie haben alles rausgenommen, was sie stören würde, was sie daran stört. Das heißt, im Letzten ist nichts Urkatholisches mehr drin. Das fehlt und darum kommt alles Übel von der neuen Messe. Darum kämpfen wir gegen diese neue Messe und darum dürfen wir nicht aufhören. Aber der Kampf gegen die neue Messe kann nicht gewonnen werden, wenn wir nicht unsere Messe, die Messe aller Zeiten, lieben,
über alles lieben. Und zwar als das Kreuzesopfer lieben. Und zwar deshalb, weil die Mutter Gottes uns immer wieder auf die Kirche, auf die Dogmen hinweist und deswegen auch damit dann auch und sagt, haltet an den Dogmen fest. So eben das Dogma des Konzils von Trient, Dogma, und das heißt, wer das nicht glaubt, kann nicht gerettet werden. Das Dogma des Konzils von Trient, wer sagt, dass die heilige Messe nicht das unblutige Opfer Jesu Christi am Kreuze ist, anathema sit, der sei im Banne. Der ist nicht mehr katholisch. Der ist in Gefahr, seine Seele ewig zu verlieren. Darum eben der Hinweis der Mutter Gottes, und auf diese Art und Weise zeigt sie uns den Weg heraus aus allem Glaubensabfall, Glaubensverwirrung, und in dem Fall zeigt sie uns auch, woran wir festhalten müssen an der Messe aller Zeiten. Und Maria ist auch diejenige, und deswegen der Gedanke davor eben, dass die heilige Messe durch ein religiöses Leben befruchtet werden muss. Es geht natürlich nicht, dass wir einfach in die Messe reinrennen und 30 Minuten das halt abhören und danach wieder in die Welt draußen und mit Gedanken und sonst irgendwas sind. Dann kann natürlich die heilige Messe nicht besonders fruchten. Das ist klar. Aber Maria ist diejenige, die gerade durch ihre intensiven Aufrufe zu Gebet und zu Rosenkranz, durch das religiöse Leben fordern, gerade durch die Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens. Wenn wir uns gerade bewusst machen, es geht um das Herz, um ihr Herz, um das Herz Jesu, um mein Herz. Es geht darum, dass ich die Liebe nicht vergesse. Es geht darum, dass ich Maria liebe und dem Heiland Liebe schenke. So befruchtet sie unser Leben, so hilft sie uns, dass wir die heilige Messe gut mitfeiern können. Noch ein paar Gedanken. Nicht mehr allzu viele. Und zwar zum Messopfer und zur Jungfräulichkeit. Und damit auch zum Kampf des Menschen gegen die Unschamhaftigkeit und Unkeuschheit. Es gibt, wie die Kirche lehrt, einen inneren Zusammenhang zwischen dem Zölibat und Amt des Priesters und dem heiligen Messopfer. Das hat unser Erzbischof öfters betont. Er hat öfters betont, der Priester muss zölibatär, jungfräulich sein, weil er das heilige Messopfer feiert. Weil er beim heiligen Messopfer Gott ganz nahe ist. Diese Nähe zum heiligen Messopfer, diese Nähe zum Heiligen, die finden wir eben auch bei der allerseligsten Jungfrau Maria. Das ist ein grundsätzlicher Gedanke, der uns helfen soll und der uns auch dann klar macht im Kampf gegen die Sünde unserer Zeit, die Gefahr, wodurch 98% der Menschen in die Hölle kommen nach einem Heiligen. Die Gefahr wird überwunden durch die Nähe zu Gott, durch das heilige Messopfer. Das lehrt uns die allerseligste Jungfrau Maria, der heilige Josef. Das lehren uns die Päpste, auch ein Pius der XI. In seinen Enzykliken. Wie genau ist das gemeint? Die Heiligen, ein heiliger Thomas, sagt, je näher man dem Feuer ist, umso mehr wird man erwärmt. Das heißt, also wenn man Eisen biegen will, muss man es ganz nah ans Feuer bringen. Je näher man dem Feuer ist, umso mehr wird man erwärmt. Je näher man Gott ist, umso mehr empfängt man die Wärme von Gott.
Und weil das so ist, darum sagen geistliche Autoren, das ist damals gerade auch bei der Weihe und der Darstellung der großen Stellung des heiligen Josef in seinem schönen Essay zum Ausdruck gebracht worden, deswegen ist der heilige Josef nach der Mutter Gottes vor den Aposteln anzusiedeln. Deswegen ist er so ein großer Heiliger, weil er so nah war bei Christus. Weil er ihm so nah war, auch geistig so nah war. Und das gilt natürlich noch mehr von der allerseligsten Jungfrau Maria. Sie war Christus ganz nahe, dem Herzen ganz nahe. Und darum war es ein Gebot, dass sie ganz jungfräulich war. Für ihn allein lebte. Das ist so etwas, was auch Johannes Schmid in seinem Buch über das unbefleckte Herz Mariens zum Ausdruck bringt. Er sagt, gerade der Wille, jungfräulich zu sein, der liegt daran, dass die Mutter Gottes erkannt hat, wie notwendig und wie wichtig die Menschen den Messias, den Erlöser brauchen. Und ihr Herz flammte auf und sie wollte ganz für ihn leben, ganz für ihn. Sie wollte für ihn da sein, nichts anderes wollte sie. Und deswegen wollte sie immer jungfräulich sein. Aufgrund dieser Erkenntnis, wie wichtig den Menschen Christus ist. Und darum auch hier wiederum der Hinweis, das ist der Hinweis auf die Jungfräulichkeit des Priesters, warum der Priester Zölibatär sein soll. Und darum auch die allerseligste Jungfrau Maria so jungfräulich und darum auch eben die Heilige Messe, weil wir dort an der Gnadenquelle sind, weil dort das Herz Jesu für uns schlägt. Dort kommen wir ihm nahe. Das müssen wir natürlich üben und praktizieren, das ist natürlich, das sollen wir auch mit ganzem Herzen dabei sein. Vielleicht auch noch ein wichtiger Grund und wichtiger Aspekt, warum der Priester zölibatär sein soll, jungfräulich, warum auch wir dann, wenn wir der Heiligen Messe teilnehmen und die Heilige Kommunion empfangen, warum wir dann auch diese Gnaden empfangen können. Das sagt ein guter Autor, Staudinger auch betont ist, in einem seiner schönen Werke für Jungmänner und zwar hat er 4 Hefte geschrieben, eins für Jungmänner, die heiraten wollen, eins für Jungmänner, die ins Seminar eintreten wollen. Ja, das gibt es auch, also bitte schön hier Jungmänner, Sie dürfen auch ins Seminar eintreten, es sind jetzt nicht allzu viele da, der eine ist schon verheiratet. Gut, aber eben das, dann noch eben dann 2 andere Hefte für junge Mädchen, die heiraten wollen und junge Mädchen, die ins Kloster eintreten wollen. Und da hat er einmal betont gesagt, dass gerade einer, der gesagt hat oder ihm geklagt hat, im Beichtstuhl wohl, dass er also eben gerade Schwierigkeiten hat mit der Reinheit und da kämpft und nicht weiß, wie er da dagegen angehen kann. Da hat er gesagt, beichten und so oft und dann sofort zur Heiligen Kommunion gehen, so oft wie möglich beichten, kommunizieren, damit in der Zwischenzeit eben nicht mehr so viele Sünden geschehen. Aber gerade die Gnadenquelle gebrauchen, die Gnadenquelle, das ist die Heilige Kommunion. Und diese Heilige Kommunion, das ist der Leib Christi. Und dieser Leib Christi ist auch jungfräulich. Der Leib Christi ist auch jungfräulich. Das ist ein eigener Gedanke, das ist ein bisschen Mystik und Theologie. Da gibt es ein schönes Werk von Dom Columba Marmillon, die Braut des Wortes. Die Braut des Wortes. Wer ist die Braut des Wortes? Das Wort, das ist Christus und die Braut ist die menschliche Natur. Und diese menschliche Natur ist ganz hingegeben dem Wort, hängt ihm ganz an, ist ihm ganz ergeben, tut alles, was das Wort, was Christus, was er will. Darum ist der Leib Christi jungfräulich, eben das Urbild der Brautschaft,
weil eben dieser Leib Christi ganz hingegeben ist dem Worte, dem ewigen Worte Gottes. Und diesen jungfräulichen Leib, den empfangen sie in der Heiligen Kommunion. Den sollen sie empfangen als eine Kraft- und Gnadenquelle. Leben Sie darum die Heilige Messe. Leben Sie das, was uns die Kirche gegeben hat. Es ist schließlich von höchster Wichtigkeit, dass wir die Heilige Kommunion, gut halten und praktizieren. Und zwar ist die Heilige Kommunion, wie es einmal Robert Mäder sagt, die Heilige Kommunion ist Vereinigung. Da gibt es zwei, die eins werden wollen. Da gibt es zum einen den Herrn und Heiland und seinen Knecht, das Glied der Kirche, das sind sie. Und die wollen eins werden. Und deswegen braucht es da auch wirklich Zeit, dass man sich Zeit nimmt für die Heilige Kommunion, dass man da wirklich diese 15 Minuten gut gebraucht. Ich meine, dass da manchmal ein Defizit vorliegt bei so manchen Gläubigen. Man versteht es schon, 5 Minuten auszuhalten, aber wenn es dann 10 Minuten werden, und dann ist man ja vielleicht froh, dass dann ein deutsches Lied gesungen wird, aber was tut man in dieser Zeit, wo der Herr und Heiland da ist, wo sie jetzt ihn haben zum Besten ihrer Seele, wo sie jetzt mit all ihren Anliegen kommen können. Ich kenne eine Geschichte, die wird berichtet, von den Missionen, auch von einem Mädchen, dessen Eltern nicht gläubig waren, das aber in die Missionsschule ging und das dann gläubig wurde und sich vorbereitet hat auf die Heilige Kommunion. Und schließlich haben die Schwestern so in guter Art und Weise denen gesagt, ja, in der Kommunion, gerade in der ersten Kommunion, da darf man Jesus um etwas Besonderes bitten und Jesus erhört das. Und sie hat sich überlegt und schließlich dann gebeten, Jesus in der ersten Heiligen Kommunion, dass er die Eltern bekehren möge. Sie ist dann sogar, wie sie die Kommunion empfangen hat, noch zu den Eltern gegangen, hat jedem, dem Vater und der Mutter, einen Kuss gegeben und dann in die Kommunionbank. Sie ist dann relativ bald gestorben, aber die Bekehrung ist eingetreten. Deswegen der Hinweis, wir müssen die Kommunion ausnützen. Wir müssen diese Zeit, wo Christus zu uns kommt, das müssen wir gut vorbereiten. Es sind im Großen und Ganzen zunächst einmal die Punkte der Anbetung. Heilige Kommunion heißt Anbetung. Was heißt denn Anbetung? Ja, du bist mein Herr. Du bist Gott. Du sollst mein Gott, mein Herr sein. Du sollst über mich entscheiden können. Dir übergebe ich mich. Du darfst befehlen. Ich bin dein Geschöpf. Das ist damit gemeint, mit Anbetung. Du stehst über allem, über aller Kreatur. Du seist gelobt. Das heißt zwar dir das Loben, Gott loben. Für alles Gute, was man empfangen hat, Gott loben. Ihn loben für alles. Und dann darf man auch ihn bitten, um die verschiedenen Dinge bitten. Und die Bitten, da können die verschiedenen Bitten hingetragen werden. Aber vergessen Sie auch nicht, dass Sie dann die Liebe üben und praktizieren. Unser Herr wird so wenig geliebt. Und in der Kommunion sollen wir ihm genau das geben, was die Menschen ihm nicht geben. Wir wollen
hier schließen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Heilige Messe betrachten mit den Augen der Mutter Gottes, das Werk Ihres Sohnes, und dass Sie die Heilige Messe lieben lernen, auch lieben lernen, wie es ein Erzbischof, wie er es geliebt hat, wie er gesagt hat, das sei auch mein Testament. Lieben wir die Heilige Messe und halten wir uns daran, damit wir nicht zugrunde gehen. Denken wir an diese Vision eines heiligen Don Bosco, der gesehen hat, dass gerade durch das Festhalten an der Heiligen Messe das Schiff Christi eben den Feinden trotzen kann. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, Heilige Gottes, wir werden. Verschmähe nicht unsere Gebete und unsere Bitte, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. Oder glorwürdigen gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohn, empfehle uns deinem Sohn, stelle uns vor deinem Sohn. Maria mit dem Kinde lieb, uns alle deines Lebens.